Hallo, willkommen zum zweiten Attractor Point Tutorial. In diesem Tutorial wollen wir uns anschauen, wie wir einen zweiten oder auch mehrere Attractor Points auf unser Grid anwenden. Dazu erstelle ich mir jetzt in Rhino zwei Punkte oder erstmal einen Punkt, kann dann weitere Punkte hinzufügen und lege den in die obere linke Ecke des Grids. Und jetzt klicke ich hier mit einem Doppelklick auf den Canvas und schreibe in das Suchfeld Point, habe jetzt hier einen zweiten Point-Container, gehe mit der rechten Maustaste in das Menü und sage Set One Point, wähle diesen Punkt aus und jetzt ist dieser Punkt hier drin gespeichert und schiebe das Ganze ein Stückchen weiter nach links und an dieser Stelle hier benötigen wir etwas mehr Platz, dazu drücke ich die Alt-Taste. Halte sie gedrückt und die linke Maustaste. Und dann kann ich hier Platz hinzufügen. Und diese beiden Punkte stehen jetzt in zwei voneinander getrennten Listen. Ich möchte beide Punkte jetzt in eine Liste einfügen und dazu verwende ich den Befehl Merge. So, jetzt habe ich hier bei diesem Node die Möglichkeit, mehrere Datenströme zusammenzufügen. Wenn ich näher in diesen Node hineinzoome, dann kann ich sehen, dass hier Plus- und Minus-Symbole auftauchen. Und an dieser Stelle kann ich einfach bei diesem Minus-Symbol diesen dritten Input verschwinden lassen. Und jetzt als nächstes verwende ich den Log-Solver. Wenn ich die rechte Maustaste klicke, dann erscheint das Untermenü und hier ist dieser Log-Solver. Das ist ein kleines Schloss und wenn ich da drauf klicke, dann ist meine Definition quasi gesperrt und alles, was ich jetzt verändere, hat keinen Einfluss mehr auf meinen Rhino Viewport. Das bedeutet, dass keine Berechnung durchgeführt wird. Wenn ich jetzt ein Kabel umstecke, zum Beispiel jetzt mit Result in Point B gehe, dann bekomme ich hier orangene Wires und die zeigen mir an, dass da momentan keine Daten gesammelt werden oder kalkuliert und die Preview in Rhino verschwindet. Jetzt flatte ich hier diesen Output Points, flatten und auch die Cells werden geflattet und den Input von Point A, den crafte ich. Und an der nächsten Stelle füge ich einen weiteren Node ein, und zwar SortList. Verbinde die Distanz mit den Keys und der letzte Node, der jetzt noch fehlt, ist ListItem. ListItem. Jetzt verbinde ich die Keys mit List und füge einen Slider hinzu. Slider. Ups, das war der falsche Node. Slider und stelle diesen Slider auf 0 und verbinde die 0 mit dem Index. Dann verbinde ich das Item von ListItem mit den Numbers und flatte hier diesen Output. Und dieses Flatten hier kann ich mir jetzt eigentlich sparen. Jetzt verbinde ich noch das Item mit Values und dann kann ich den Log-Solver auch wieder rausnehmen und die Berechnung, ja, funktioniert, ist abgeschlossen. Jetzt habe ich hier zwei Attractor Points in dem Grid und kann die beiden bewegen, kann sie manipulieren, das Grid verändern, größer, kann die Sechsecke größer und kleiner skalieren und das Ganze funktioniert wunderbar. Was ich jetzt hier an dieser Stelle neu eingefügt habe, können wir uns mal mit dem Panel-Tool genauer anschauen. Ich rufe mal einen zweiten Distance-Node auf und verbinde mal einen Attractor-Point mit den Punkten aus dem Grid. Jetzt schauen wir mal in das Panel-Tool und können diese Liste sehen an von den Werten, die hier ermittelt werden. Wenn ich jetzt einen Line-Befehl aufrufe, Line, und verbinde einmal diesen Attractor-Point mit dem Endpunkt
und meine Points aus dem Grid mit dem Startpunkt, dann kann ich jetzt hier in der Rhino-Vorschau sehen, dass er mir ganz viele Linien zieht. Das ist ein bisschen unübersichtlich, deswegen stelle ich das Grid mal ein bisschen kleiner. So, auf 7x6 und nehme diesen einen Attractor Point und ziehe ihn hier ganz nach unten in das Grid. Und jetzt kann man recht gut sehen, was dieser Line-Befehl eigentlich macht. Er zeichnet mir eine Linie von dem Mittelpunkt der Sechsecke hin zu meinem Attractor Point. Und die Längen dieser Linien sind meine Distanzen. Also wenn ich jetzt hier mal den Length Component einfüge in Line und das Panel Tool einfach dupliziere und diese Längen in das zweite Panel Tool einfüge, dann kann ich sehen, dass diese Werte, die hier in den beiden Listen stehen, identisch sind. Also was hier in diesem Node gemacht wird, ist einfach nur, dass die Distanzen gemessen werden zwischen zwei Punkten, in dem Fall mehreren Punkten aus dem Grid und diesem einen Attractor Point. Und das gleiche oder das Ganze ist gleichzusetzen mit den beiden Befehlen Line und Length. Jetzt kann ich das Ganze hier wieder weglöschen und wir verwenden einfach nur den Distance Node. Und wenn wir jetzt mal in unsere Distance hineinschauen, dann können wir sehen, dass wir sehr viele Listen haben. Genau so viele Listen, wie wir Punkte in unserem Grid haben. Das können wir sehen, dass wir jetzt hier 42 Punkte haben. Und hier haben wir auch 42 Listen. Das können wir visualisieren mit dem Param Viewer. Den Param Viewer findet ihr unter Params Util. Und wenn ihr jetzt mit dem Points mal hier in den Param Viewer reingeht, dann könnt ihr sehen, dass ihr 42 Items habt. Diese Liste hier ist geflattet, so, das bedeutet, wir haben einen Branch und wir haben 42 Items. Diese 42 Items stehen alle in einer Liste. Wenn wir das Wire hier weiter verfolgen, dann sehen wir, dass hier dieser Point A gecraftet ist. Das bedeutet, dass aus diesen 42 Items, die hier in einer Liste stehen, 42 Listen gemacht wurden. Jetzt haben wir hier in diesem Point A Input 42 Listen, die hier hineingehen. Und in jeder dieser 42 Listen steht nur ein einziges Item. Das bedeutet, jeder Punkt, der hier in diesem Grid vorhanden ist, wurde jetzt in eine eigene Liste geschrieben. Und der zweite Strang, der hier in Point B hineingeht, das ist unsere Liste mit den beiden Attractor Points. Jetzt kopiere ich mir dieses Panel Tool und schaue da mal rein. Und jetzt kann ich sehen, hier habe ich zwei referenzierte Reference Points. Und diese beiden Punkte werden gemessen mit jeweils einem Punkt aus diesem Grid. Und dadurch entsteht für jeden Punkt entstehen zwei Werte. Ja? Der erste Wert ist für den ersten Attractor Point, der zweite Wert ist für den zweiten Attractor Point. Und im nächsten Schritt gehe ich hin und sortiere diese Liste, die hier drin ist, in Distances, von groß nach klein oder beziehungsweise von klein nach groß. Es kommt drauf an, wenn ich hier in Keys reinklicke, habe ich die Möglichkeit, diese Liste zu reversen. Und jetzt schaue ich hier in diese Liste, wo diese Values, unsere Werte, geordnet wurden. Und jetzt kann ich sehen, wenn ich die ganzen Listen durchgehe, dass immer der kleine Wert oben steht und der große Wert unten. Und jetzt möchte ich eigentlich nur den kleinsten Wert haben, also quasi mit dem Index 0. Wenn ich nochmal in diese Liste hineinschaue, ein bisschen näher reinzoome, dann sehe ich hier oben den Path der Liste, also den Namen der Liste. Hier sehe ich das Item. Bei dem Item hier handelt es sich um einen Wert. Und hier vorn links von diesem Strich, das diese beiden Spalten markieren soll, sehe ich den Index. Und der Index liegt hier bei der 0 und hier bei der 1. Und mit ListItem schreibe ich einfach den ersten Punkt, den ersten Listenpunkt aus jeder Liste heraus. Und jetzt schaue ich mir mal diese neue Liste an. Und jetzt, diese Liste ist geflattet. Ich nehme den Log-Server nochmal rein, nehme das Flatten nochmal raus. Ups.
Und jetzt kann ich sehen, dass immer der kleinste Wert in dieser Liste steht, in jeder Liste. Jetzt flätte ich das hier wieder und verbinde das mit Values. Und mein Grid kann ich jetzt auch wieder vergrößern. Habe hier meine beiden Attractor Points drin. Diesen Attractor Point bewege ich nach oben. Den ein bisschen weiter hier in die Mitte. Jetzt kann man das deutlicher sehen, dass beide Attractor Points wirken. Wenn ich jetzt hier einfach auf dieses Plus-Symbol klicke und einen weiteren Point-Container hinzufüge und in Rhino einen dritten Attractor Point auf das Grid setze, anwähle und mit Set1 Point in diesen Point-Container hineinsetze, das Ganze dann wieder verbinde, dann sehe ich, dass ich drei Attractor Points an mein Grid angeschlossen habe. Ich kann jetzt beliebig viele Attractor Points hier anschließen und sehen, wie diese Attractor Points Einfluss nehmen auf mein Grid. Das war's auch schon für den zweiten Teil unserer Tutorial-Reihe und vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.